Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thronebreaker, wo wir beim letzten Mal uns in einen Wald voller Skoyatel, die uns nicht besonders mögen, gewagt haben. Schauen wir mal, ob wir noch auf weitere davon treffen. Letztes Mal hatten wir schon ein kleines Gefecht gegen welche an einem verlassenen Lager. Aber hier sind bestimmt noch mehr von denen in dem Wald. Da sollten wir keinen Zweifel dran haben. Versuchen hier alles aufzusammeln, was noch hier rumliegt. Warten uns hier das nächste Rätsel. An Wegkreuzungen sollen Schreine der Meditele die Reisenden vor dem Bösen bewahren. Als Königin Mewe jedoch sich solch einem Schrein zum Beten näherte, wurde ihre Streitmacht überfallen. Manchmal tut Ironie weh. Hier senkt die Stärke aller gegnerischen Bogenschützen auf 1. Moment. Muss ich die Stärke dieser einer ändert für Gemäf einschalten. Also sollte ich jetzt den Zerspiegel benutzen und Mewe mit dem Kraft von dem mächtigen Elf zu buffen. Okay. Okay, dann machen wir das mal. Aber der Mächtige hat auf jeden Fall keine Fähigkeit. So. Gut, dann die einzige Reihenfolge, die ich hier als sinnvoll sehe, ist, wir spielen Fürstlicher Last, da kriegen wir 2 Bogenschützen. Dann spielen wir die Arethusa-Adeptin, kriegen noch 2 weitere Kopien und dann können wir mit Verstärkung können wir alle Kopien von den Bogenschützen aus dem Deck rausziehen, plus die 2, die wir mit Arethusa-Adeptin generiert haben. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben 7 von denen insgesamt. Das heißt, wir haben jeden Schaden von 1 bis 7 genau einmal. Also. So, ob das aufgeht. Wir brauchen einmal 3-4, dann 2-5 und dann haben wir immer noch 6-1. Den 7. brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben 7, ja. 5 plus 2 müssten insgesamt 7 sein. Plus, weil wir die Adepte noch gespielt haben, macht das sogar noch mehr als 7 Schaden. Von daher kann ich, glaube ich, den ersten mit dem einen Schaden kann ich auch aussetzen lassen und dafür nichts umbringen. Dann brauche ich nicht 1-6, 2-5 und 3-4, sondern dann lassen wir 1-6 aus und machen dafür nur einmal 7 Schaden auf eins von denen. Okay, gut. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert. Ein Bolzen. Damit mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein Ziel. So. 2 Schaden. Wo 3-4 kriegen wir auch nicht, wenn ich die Adepte noch spiele, dann überspringen wir eine Schadensklasse. Mal schauen, was wir dann Chancen machen. Vielleicht kann ich auch 3 Schaden einfach einem meiner Arbalesten zufügen. Mal. Wie du wünschst, Herrin. So, ups. So, du machst jetzt 4 Schaden, ne? Ich mache das um meinen eigenen Arbalesten. Also ich lasse jetzt auch 3-4 aus und mache stattdessen das 7 und 8 Schaden auf die Elfenschurken. Das sollte auch noch aufgehen. So, ich denke, ist ein bisschen bescheuert. So, das Rüstung macht wird ihnen nicht helfen. Was? Ach, ich soll die auf 1 reduzieren. Ach, fuck. Wer wir lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Setz die Stärken gegen den Bogenschützen auf 1. Scheiße. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders handhaben. Moment, wenn wir uns auf 1 setzen sollen, dann müssen wir 6 Schaden anrichten. Das heißt 1 und 5. Ah,
1 und 5, dann 2 und 4, 3 setzen wir aus, weil das die Arethusa-Adeptin macht, und dann machen wir nochmal 6. Okay, gut, das gleiche Programm wie eben, nur ein bisschen besser. Warte. Und diesmal brauchen wir tatsächlich das mit einem Schlag, glaube ich. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So. Oh, ich werde das Schulgeld nie begleichen können. So, jetzt haben wir 4 Schaden. 4 Schaden brauchen wir nicht. Wir brauchen 4 Schaden. Hier, bei dem brauchen wir 4 Schaden. Bei dem brauchen wir 5 Schaden. Mehr brauche ich nicht. Dem brauchen wir 6 Schaden. So, okay. Weg aus Zerspiegel. Achso, da können wir mit dem Spaß ja immer rumgehen. Okay. Waren wir hier, glaube ich, über. Hier rum. Dann wartet da die nächste Schlacht auf uns. Und ich gehe außen rum. Nee, wir gehen keiner Schlacht aus dem Weg. Nee, wir gehen keiner Schlacht mit irgendwelchen Elfen aus dem Weg. Private Modo war das Gefühl, beobachtet zu werden. Bisweilen glaubte sie, im Dickicht leuchtende Augen zu sehen und im Rascheln der Zweige lag ein bedrohliches Geflüster. Solchen anderen kann es häufig kommen, wenn Angst und Müdigkeit überhand nehmen. Und diesmal steckte was anderes dahinter. So, wir sehen. Ein hier, mehr wollen wir gar nicht. Fähigkeit, ach, wieder 5 Schaden und dann 2 Schaden. Eine Abklingzeit von 3. Wenn 11 mal spielen. Muss ich entweder die Gaston-Kombo aufbrechen, keine besonders mächtige Kombos, weil wir bisher nur 3 Einheiten verschieben können, plus die 2 Infanteristen von einem Streitwagen. Von daher werden wir das mal tun, obwohl eine Goldkarte zu haben, hat halt den Vorteil, dass wir halt den Hunter noch rufen, der wahrscheinlich wieder unseren Melo auffressen wird. Aber dann ist dem so. Schauen wir mal, wie wir mit den Karten kommen. Also das sieht noch aus. Wir könnten noch mächtiger haben mit irgendwie Reila und sowas, aber wir haben eine Wagenburg. Das ist schon mal ein Anfang, ne? So, ich werde das erste Runde aber meine Fähigkeit aussetzen lassen, weil ich möchte nicht die Wagenburg waffen, weil dann ist sie nur im Handumdrehen tot. Ich werde gleich die Streitwagen spielen oder den Streitwagen waffen. Ernsthaft? Will ich, warum auch nicht? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, na gut. Man hat nur 5 Schaden gemacht, aber halt irgendwie von der Wagen so ging das nicht, ne? Oder verzieh dich. So. Auch als Goldkarte. Okay. Frage habe ich mir auch gestellt, ob ich Gaston abwerfen kann, weil ich ja eh noch Florin und sowas habe.
Der Schwerter lacht, ich spotte der Gefahr. Für eine beschädigte Einheit. Oh. Kann ich den Schmuggler gerne ausschalten, wenn das mir irgendwie möglich wäre. Immer nicht wie, weil ich mit der Aberläste nur 2 Schaden anrichte. Das heißt, ich müsste mich auf irgendwie was verlassen, wie ich verschiebe die beiden und den Rivian-Pikinier und zerstöre die leichte Infanterie damit. Halt Chance hat, aber bei Weitem kein Muss ist. Wenn ich die Aberläste spiele, kann ich auch zufällig den Schaden auf die da hinten machen, aber das ist zufällig gewählte Einheit, die da einer im nächsten ist. Von daher, ne. Klappt auch nicht, von daher versuchen wir den verrückten Plan. Bei dir noch. So. Hä? Falsches Ziel. Falsches Ziel, mein Freund. Das kriegt das jede Runde wieder. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Pff. Machen wir nochmal von vorne. Lol. Stack. Weil du Schaden hast, wirst du zerstört und jede Runde verlierst du eine Karte. Nee, ist klar. Du auch nicht. Wir oder sie, keine Alternative. Münzen her oder verzieh dich. So. Mit Rayla und Odo könnten wir doch relativ schnell hier in der Reihe vorne was aufbauen. Vielleicht schnell genug, um den Hafgas-Schmuggler noch auszuschalten. Also ich könnte jederzeit eine von den beiden mit Hilfe von falschen Purinen ausschalten, aber ich mache halt dann eine ganze Runde lang nichts außer das. Selbst dafür habe ich gerade nicht genug Stärke. Von daher versuchen wir den Wagenburg-Plan nochmal. Wahrscheinlich wird der Gegner die aber gleich direkt wieder ausschalten. Sonst könnte ich auch den Pfadfinder versuchen. Ich weiß, dass er 3 Runden überlebt. So. Wagen oder Pikiniere. Ich komme. Im Ding 4 Rüstung. Schwerter lach ich, spotte der Gefahr. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich davon zuerst ausschalten soll. Das, weil das jede Runde was kaputt macht. Das, weil das jede Runde 6 Schaden anrichten könnte. Das, weil das noch weitere Einheiten herbeiruft. Das ist alles so. Könnt ihr nicht alle gleichzeitig mal sterben? Vielleicht wäre das Wirklichkeit? Nein? Ha! Ich werde jetzt die Elfen-Fechtmeisterin ausschalten.
So, da sind jetzt zurzeit 7 in der Reihe, das heißt, meine Bogenschütze macht 8 schon. Ich kann aber keinen Streitwagen da jetzt mehr in die Reihe spielen. Ich würde mir wahrscheinlich den gefallen tun, da irgendwas gleich zerstören nächste Runde. Da hab ich vollstes Vertrauen in meinen Gegenüber. So. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Aber lässt ihn spielen. Nicht? Lyrian! Das nächste Mal einer mit höherer Stärke ausspielt. Okay. Na, ich hätte nur Einheiten mit deutlich höherer Stärke als das ausspielen können. Von daher. Okay, so. Alles in Ordnung? Zu der Wagenburg. Immerhin hat sie Rüstung generiert, sodass sie ihr Sterben aufgeschoben hat. Auch das Einzige, was wir dazu sagen können. Ich treffe einen Flieger aus einer halben Meile Entfernung. Leila feiert sich immer, wenn wir einen Elfen ausschalten. So, ich kann leider nicht beide so weit buffen, dass sie nicht wieder zurückverschoben wird. Moment, ich hätte ein lyrisches Horn spielen können. Das war jetzt dumm von mir. Ich hatte die Einheit fast schon wieder vergessen. Ich hatte die abgeschrieben, aber ich glaube, das Beste, was ich jetzt hier hätte machen können, ist lyrisches Horn spielen. Ich hätte die zwar auch gebufft, aber dann wäre keine von meinen Einheiten dabei zerstört worden. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich kann aber immerhin noch meine Aberliste retten, glaube ich. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Wir müssen uns ein bisschen an diesen Gegner gewöhnen. Was wir da präferiert ausschalten sollten. So. Okay. Schreibung zuerst. Vielleicht will ich nochmal die Kampfristen ausschalten, statt nur auf dem Feld zu haben. Jo, wegbrecht uns, Deine! Friedlich. So, dann ist jetzt, glaube ich, langsam Zeit für Ryla. Ich weiß nicht, was ich damit aus dem Deck holen will. Das sehen wir dann gleich. Kompanie, vorwärts, Marsch! So, ich mach mal wieder einen von raus. Ryla, das bringt ganz gute Punkte. Noch den Pfadfinder holen. Pfadfinder ist eine gute Idee. Wir werden den Nebel los, das heißt eine Schadenswelle weniger und wir ziehen noch mal 3 Runden eine Karte. Ich glaube, das sollte noch gehen. Fragezeichen. Nicht ganz so sicher, weil wir noch 3 Karten auf der Hand haben. Das sehen wir dann in ein paar Zügen. Ah, gut, soweit. Dann buffen wir mal Ryder weiter. Falle wäre gut. Nein, leider nicht. Warum überlegen, ob ich die Feuerfalle versuche auszuschalten. Fall
Halt durch, mein Lieber. Versuchen wir mal wieder unser Glück mit unserem Schaden. Je größer, desto leichter zu treffen. Warte, ich will ja auch noch neben der Frau spielen. Was ist, wenn ich die hier einfesse, ne? Kann die ja auch verschieben. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Ja, da hat keiner die Feuerfalle getroffen. Autsch. Ich werde nicht versagen! Schon für krasse Karten hat er. Wir werden unsere Stärke beweisen. Aber hier hat sie jetzt nichts zerstört, sondern hat sich Schaden angerichtet, bleibt aber jetzt hier auf unserer Seite. So, jetzt haben wir die mal vom Nahtod befreien vielleicht, so. Und wer ist aktuell am höchsten? Der ist Weiler immer am höchsten. So. Ernsthaft 25 Punkte durch nichts. Ich meine, gut, die sind Anfänger gegen irgendwie Flächenschaden und sowas, aber trotzdem, lol. Überleg, weil der Gegner nur eine Karte mit 25 Punkten am Ende hatte. Ist klar. Da wird das nur nochmal machen, ein bisschen besser spielen auch, ehrlich gesagt. Wenn da diese Feuerfallen kommen, muss ich die ein bisschen ernster nehmen und sowas. Wir haben jetzt gesehen, wie wir mit den Elfen sollten und am besten fertig werden. So, weil die auch unser Einland zerstören sind, die Feldsanität hat, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Soll dann nur dafür sorgen, dass ich nicht irgendwie leichte Infanterie hier auf dem Friedhof habe. So. Spielen wir es mal damit, aber ich hätte gerne noch Renard eigentlich. So das E-Typ draufsetzen. Ehrlich, ich kann nicht meine Wagenburg im ersten Zug hinstellen, weil er dann die Ding einfach kaputt macht, seine Anführerfähigkeit. Aber ich könnte die dann mit dem Feldsanitäter wiederholen. Ist er dann die einzige Einheit auf dem Friedhof? Interessanter Plan durchaus. Ich glaube, der Melo ist nicht so besonders hilfreich, weil wir nicht viele Punkte auf unsere einzelnen Einheiten kriegen, deswegen werde ich den mal austauschen. Nur noch ein bisschen was anderes hier. Nein, nicht. So, Streitwagen zuerst. Du dann kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich muss seine Fähigkeit einsetzen, dann soll er das machen. Meinen Segen hat er. Ich hatte aber den ganz rechts. Weil wir nicht mehr den mehr Lobplan haben und einzelne starke Einheiten muss nicht viel bringen, machen wir das mal ein bisschen anders jetzt. So, jetzt die Wagenburg. Ja, ich weiß, Sonderpreis nur für dich, mein Lieber. Überrascht mich überhaupt gar nicht, dass du die nicht magst. Der Sold steht aus. Mal wieder. So.
die Wagenburg zu buffen, aber die wäre dann halt gestärkt Mögen gewesen und dann hätte das Ding wieder 6 Schaden gemacht und ne? Geht wieder alles in die Hose. Ich habe hier leider keine eine starke Einheit, die mit der Elfenfechtmeisterin sich gut duellieren könnte. Gewisserweise ein Problem ist. Taylor, die ist mal nicht am Anfang gespielt habe. So, wir haben jetzt hier 7 mit dem 8, dann haben wir 3 und 8 sind nicht genug. Wird auf jeden Fall nächste Runde mit seinen Elfenfechtmeistern die Wagenburg ausschalten. Von daher, wenn ich von der Wagenburg noch irgendwas haben will, dann muss ich das jetzt direkt gleich machen und nicht später. Seitdem ich spiele Lyrisches Horn, geht die Wagenburg auf 5, kriegt dann 5 ist auch der Normalwert von denen, glaube ich. Dann müsste er mit der Elfenschütze Schaden machen, geht dann aber wieder in die Rüstung, seine 2 Schaden. Hat aber auch wieder seinen Anführer nächste Runde und kann dann wieder 5 Schaden. Das ist alles. Ich kann die Gegner haben, aber gut. Ich brauche ein Ziel. Aber weil ich den Elfenfechtmeisterin jetzt nicht direkt ausschalten kann, werde ich jetzt stattdessen den Schützen über sicher ausschalten. So, die Wagenburg macht dann halt jetzt hier auf den einen 3 Schaden. Ich hoffe, ob die nächste Runde dann hilft. Oder wird jetzt wahrscheinlich sowieso oder so sterben. Ich muss jetzt die Elfenfechtmeißen ausschalten. Auch wenn der Gegner gerade keine Schadensquelle hat. Eigentlich müsste ich den Hafgar-Schmuggler auch noch ausschalten. Ach. Diesen Gegner. Ich habe am liebsten gegen Nilfgaard, weil Nilfgaard hat auch gemeine Sachen, aber halt nicht so eine super destruktive Scheiße. Für dem Event! Ja, daran hätte ich auch denken müssen. Ich habe die ja nicht ausgespielt, weil die halt ein bisschen Stärke und Rüstung hat, aber ich habe vergessen, dass Kriegssensor ist egal, macht so lange, bis die Stärke erreicht ist. Können wir gleich nochmal machen hier, das wird. Ja. Nur progressives Rumschieben. Interessanter Plan. Nicht? Nein? Okay. Mal was Neues. Gut, wir haben ja gesehen beim letzten Mal, der Plan mit der Wagenburg geht nicht auf, ja, weil Wagenburg wird zu schnell kaputt gemacht. Habe ich aber hier die Pikeniere, aber sonst nichts dazu. Ohne irgendwas, was Ladung hat. Auch kein besonders geiler Anfang jetzt hier, tut mir leid. Machen wir gleich nochmal. Wieso von der Karte, was wir auch in den Karten, das wir ja haben, ist das irgendwie nix. Nix halbes und nix ganzes. So, suchen wir das mal. Ne deine bekäme es. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich hoffe aber diesmal wieder den Streitwagen. Dass er die beiden ausschaltet. Okay. Nimm sie her.
oder verzieh dich. Besser gefunden, wenn das beides mal das gleiche Ziel getroffen hätte, weil ich dann was hätte ausschalten können, aber ne? Dann haben wir zwei geschwächte Einheiten, was uns nicht besonders viel bringt, ehrlich gesagt. Wir oder sie, keine Alternative. Lass die Klingen sprechen! So, was wollen wir jetzt noch haben? Dann hätte ich gerne irgendeine möglichst starke Einheit, um der Elfen, die Elfenfechtmeister auszuschalten, weil Schadensfälle und zusätzliche Karten ist blöd, ja, aber Elfenfechtmeister ist einfach nur assi. Wir müssen nicht wissen, warum. So, Frieden, das Duell. Wir machen zuerst 10 Schaden, dann hat das Ding noch 3. Das 3 geht in die Rüstung und dann schalten wir das aus. Okay. Müsste reichen, auch wenn wir nicht genug Stärke haben, um das direkt auszuschalten. So. Vielleicht hätte noch buffen können. Egal, das Duell wurde so oder so gewonnen. Buffen wir den Streitwagen. Vielleicht was, wenn wir jetzt als nächstes Reinhardt spielen. Wir müssen einander vertrauen. Dann können wir sie reaktivieren und holen wir uns jetzt den Pfadfinder wieder. Mist, verdammter Mist. Nebel auf. Jetzt muss ich auf jeden Fall den Schmuggler ausschalten, weil ich kann jetzt nicht mehr erlauben, dass er noch eine Einheit für umsonst aus dem Deck herbeiholt. Dann irgendwann mal auch genug. Hatte mein. Naja. Ja, er hat das Wetter aufgehoben, mein Gegner wollte nicht, dass ich noch eine Karte davon ziehe. Das ist fair. Ich brauche ein Ziel. So. Weiter. Ja, wen haben wir denn da? Jetzt in beiden Runden die Feuerbombe hin und her werfen mit den Streunerschleudern und reicht das. Und nutzen einmal Streunerschleuder und lyrisches Horn tut das gleiche. Ich muss jetzt nicht meinen Aberläste für opfern. Deswegen machen wir hier Schleuder. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Wir werden unsere Stärke beweisen. Nur einen Runde. Aber schrecklich. Schrecklich leid. So. Dann wir schieben nochmal. Schieber! Thierry, Schieber! So. Den Streitwagen. Haben wir nur eine Einheit, die Bonusschaden kriegt, wenn sie angegriffen wird. Aber anscheinend berührt der Gegner das sowieso. Ich lieber irgendwas anderes kaputt machen. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Oh, warte, die müssten wir countern können. Wobei das am Anfang des Zugs gespielt wird, hat der Gegner immer noch vielleicht Möglichkeiten mit Schaden und so das auszugleichen. Aber ich werde jetzt das Horn spielen. So wie Stand jetzt ist, wird da nichts zerstört und das Ding wird nicht rübergeschoben.
Und seine Hauptschadensquelle ist auch weg, ja. Kann aber sein, der Gegner trotzdem noch einen Weg findet. Alles in Ordnung? Geht davon noch ein. Irgendwo, wo das von sich aus nicht genug Schaden macht. Interessante Wahl. Sehr interessante Wahl. Es richtet gut Schaden an, keine Frage, aber wir kriegen 12 Schaden, aber 7 Punkte, falls die einer nicht rübergeschoben wird. Also, kann mir Schlimmeres vorstellen, wollte ich damit sagen. So, die Reihe ist leider voll. Ich kann da auch nichts schieben. Muss ich das in die Reihe spielen? Dann kann ich auf die Fälle sein, ich werde uns zuerst spielen. Was aus dem Friedhof wieder zurück. Was willst du von mir? Kommt. Okay, gut, sie sollte ich nicht neben das Vieh spielen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, so. Aber das schaffst du nicht. Und wir machen mal. Ayla ist mittlerweile bei 18. Freiheit! So. Diesmal lief es besser. Anscheinend die Bogenschützen unbedingt ausschalten zu müssen, ist gar nicht so das primäre Ziel. Müssen halt eher so um gewisse Karten herumspielen wie Elfensöldner und die Falle und so einen ganzen Spaß. Von daher ist so besser gelaufen, wenn man so erstmal so ein paar Runden gesehen hat, so was die Gegner so alles für verrückte Sachen noch macht. Kommt ja irgendwie gefühlt immer wieder das genau gleiche vom Gegner, nur vielleicht in einer etwas abgeänderten Reihenfolge. Oh, halt, auf diese Klippe glitzert und glänzt etwas. Einfach mutig sind bereit, sie zu erklimmen. Vielleicht würden sie was Wertvolles finden, vielleicht brechen sie sich aber nur die Beine. Wenn sie klettern wollen, dann sollen sie klettern. Die Herren Skulltail haben einen Baum gefällt und die auf die Straße stürzen lassen. Wir könnten ihn wegschaffen. Das braucht Zeit. Jede Sekunde diesen gottverlassenen Wald macht sich bei unserer Seite bemerkbar. Noch einen anderen Weg rein? Nee. Das ist eine goldene Truhe. Tut mir leid, Leute. Weil der muss aus dem Weg. An die Arbeit. Wieder Geld. Hat irgendwas anderes? Okay. Na gut. So. Wir wollten uns in Richtung Arsenal bewegen, um unsere dicke Niere noch ein bisschen mächtiger zu machen. Was macht das theoretisch unsere Sensencampen mächtig genug, dass wir die vielleicht für uns wegtun könnten? Das ist einfach eine starke Einheit, die sich ständig weiter verbessert, immer wenn wir unsere Anführerbefehlsfähigkeiten benutzen. Komm mal. So. Noch Sensencampen reintun. Ich habe jetzt das Gefühl, so gegen die ganzen Skulltail ist so Sachen wie Wagenburg eine lustige Idee, aber an der Umsetzung kriegt die einfach viel zu viel Schaden, als dass sie großen Effekt bringt. Ich kann wahrscheinlich nochmal eine drin lassen für den Fall, dass wir auf irgendwas anderes treffen, aber mehr als eine ist, glaube ich, erstmal nicht vorgesehen. Reitwagen ist zumindest interessant weiterhin, aber ich glaube, ich könnte noch ein bisschen Kavallerie raus tun, weil ich spiele die irgendwie eh nicht. Keine Ahnung warum. Bin ich der größte Fan von denen. Ein Schaden pro Zug ist irgendwie nicht so richtig planbar, weil beim Gegner gefühlt immer so alles auf einmal kommt. Deswegen werde ich mal sagen, wir tun die Streunerkavallerie immer noch ein bisschen weiter dezimieren. Dann könnten wir jetzt frische Sensenkämpfe plus rein tun. Können wir dann als Einheit spielen, einfach um Punkte zu kriegen. Weil wir relativ oft loyal einsetzen, selbst jetzt im Kampf gegen die Elfen, wird die halt oft um 7 verbessert. Klar, die kriegt auch immer Bonusschaden, aber die sollte das eine Weile lang überleben. Das war probeweise irgendwie so ein Teil davon reintun. So. Gut, dann weiter. Die unsere neuen Einheiten werden jetzt auch. Ich kann auch Gauer Reiter spielen. Die sind
interessant, aber machen alles ziemlich kompliziert. Ja? Also was das hier macht, ist, immer wenn eine Einheit ausgespielt wird, die nicht in der Reihe, wo der graue Reiter ist, ausgespielt wird oder verschoben wird, schiebt sich der graue Reiter, so wie alle anderen grauen Reiter, da auch hin und verbessert sich eins. Da kann man lustige Sachen mitmachen, wenn man halt viele Sachen mit bewegen hat. Zum Beispiel hier die leichten Infanterie von den Streitwagen haben wir sowieso schon dabei. Oder die Streunerschleuder und sowas. Gibt, glaube ich, später ein Rätsel, wo das mal auf die Spitze getrieben wird, wie ein extremes Graureiter-Deck aussehen würde. Ich würde jetzt aber ungern so ein extremes Graureiter-Deck spielen, von daher lassen wir das. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen. Interessante Einheit ist. Oder mal überlegen, ob ich vielleicht nochmal Regimentstrommler aufnehmen wollen würde. Damit wir mehr Befehlseinheiten haben, damit Reinhard, für den Fall, dass er nicht sein Hauptziel, nämlich Raider trifft, noch irgendwelche anderen Sachen zu treffen hat. Mittlerweile haben wir auch wieder ein bisschen mehr Blitzeinheiten mit Sensenkämpfen und Aberlästen. Streunerkavalier zählt auch als Blitz. Die Windpikiniere auch, aber die sollten gleich am Anfang alle rauskommen. Da werden wir mal einen davon wieder rekrutieren. Ätherin, ein Rabe, etwas in seiner Kralle festgebunden. Vielleicht eine Nachricht an unseren Feind, um uns bestimmt einen Blick drauf zu werfen. Ja, gute Idee. Suchen wir etwas, mit dem wir anlocken können. Ein größeres Haus mit einem kleineren daneben, mit irgendwie einem Freunden hoch. Können wir an sowas vorbeikommen? Zum Mal bringen. Dann wird das beim nächsten Zufallsereignis wieder abgesetzt, aber dann ist dem so. Aber interessant, dass dieses Dorf noch steht, dass es nicht von Elfen abgebrannt wurde oder von Nilfgaard. Dann hat sich Nilfgaard nicht weiter, aber wenn es irgendwie mehrere Wege gibt, die irgendwie gefühlt weitergehen, aber hier oben ist Ende. Hier geht es weiter durch. Ja. Wollen wir uns später drum. So. Am Rande des Moderwalds lag das Dörfchen Krummhorn. Umgeben von hohen Palisaden. Die Dörfler trugen provisorische Waffen. Flegel, Äxte, mit Nägeln bespickte Bretter. Es war offenbar nicht einfach, mit den Skoyatel benachbart zu sein. Als ihre Männer rasteten, trat Mewa auf zwei Dörfler zu. Sie senkten respektvoll die Köpfe und fummelten nervös an ihren Hemdsäumen. Herrin, die Elfen treffen sich nachts im Wald mit Händlern. Sie kaufen Schwerter, Kräuter. Reila hatte dies mit angehört und sie verzog hasserfüllt das Gesicht. Hafkas, übler Abschaum. Gegen Geld helfen sie Mördern. Bitte, Herrin, wir müssen sie aufspüren und bestrafen. Redet, wo finden die Treffen statt? Die Bauern sahen sich an, kratzten sich am Kopf, bohrten die Zehen in den Sand. Dann platzte der eine heraus. Ich kann es euch sagen, Herrin, aber nur gegen Gold. Ich hab kein Gold. Wo soll ich denn wissen, dass ich 50 Gold für irgendeine Information brauche? Bitte. Erpressung mag ich gar nicht, sagte Mewe und zog das Schwert. Die Klinge glänzte in der Sonne und blendete die entsetzten Bauern. Ich sehe darüber hinweg, wenn ihr redet. Sagt mir alles. Sofort. Die Hafkas bringen die Sachen in eine Fischerhütte im Norden. Die Eichhörnchen holen sie beim ersten Hahnenschrei. Die Königin befahl ihren Männern, sich kampfbereit zu machen. Die schwarze Raila saß auf einem Baumstamm und schärfte ihr Schwert. Das Schleifgeräusch klang wie ein finsteres Versprechen. Die Königin lässt sich nicht auf Handel ein. Hab ich dir doch gesagt.
Er hat einfach kein Geld gerade zur Hand gehabt, mein Gott. Die Königin lässt sich nicht auf Handel ein. Hab ich dir doch gesagt. Die Königin lässt sich nicht auf Handel ein. Ja, jetzt wird sie rumgesprochen. Die Königin hat nicht mal 50 Goldstücke für irgendeine gute Information übrig. Ja, ja, okay, ist ja. Nun gut, dann haben wir Informationen gefunden, wo Hafkas Handel treiben. In der nächsten Folge werden wir mal dieser Spur nachgehen und versuchen, die auszuschalten. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, inklusive auch das, was hier sein sollte. Aber bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.